Hallöchen, meine Freunde des Aims. Willkommen zurück zu einem weiteren nicen Brawl Stars Video hier am Start. Ich bin heute mal wieder nicht alleine hier unterwegs, denn ich habe wieder einen nicen Gast dabei. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Servus, ich bin der Brawl Stars. Ich bin 24 Jahre alt und bin der Tobi. Nice. Erzähl doch mal den Leuten, was wir jetzt heute hier Tolles vorhaben. Wir möchten zusammen, wenn ich du wäre, aufnehmen. Richtig. Es wird wieder sehr witzig. Ich werde wahrscheinlich wieder gequält werden, so wie ich das hier kenne, wie letztes Mal schon. Aber das Gute ist, ich darf zurückquälen. Okay, der Gast fängt an. Hau die erste Aufgabe raus, wenn ich du wäre. Let's go. Wenn ich du wäre, würde ich und eine Solo-Showdown-Runde starten. Muss ich da einfach ganz normal spielen oder muss ich auch irgendwas beachten? Du musst versuchen zu teamen. Zu teamen? Oje, oje. Ja, die sind ja direkt aggressiv hier. Jesse, komm her. Jesse, ouch. Du kannst ja zugucken währenddessen. Jesse, ich will teamen hier. Nein. Ja, da rennst du weg hier. Poco kann sich auch verteidigen. Jesse mag mich nicht. Vielleicht mag mich dein Mike. Ja. Nein. Aber er hat geteamt, glaube ich, mit deinem Mike. Ich hab's zu spät angeguckt. Er hat mich in Ruhe gelassen, aber Jesse hat mich dann gefinisht. Schade. Also ich fange mal harmlos an, würde ich sagen. Du hast doch bestimmt einen schönen Club, oder? Ist das dein eigener Club? Das ist mein eigener Club. Da gibt's doch so eine schöne Clubhost-Funktion. Ja. Darfst du dann jetzt gerne mal öffnen. Und das heißt, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach da mal reinschreiben, dass der gute Mutastisch besser als Office ist. Das schreibst du jetzt einfach mal da rein und schickst es ab. Mutastisch ist besser als... Als ich, also als du. Damit wir das schon mal von Anfang an klargestellt haben, damit die Leute... So. Schon harmlos angefangen hier. Kannst du mir gerne einen Screenshot schicken, dann kann ich das im Video einblenden. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt Tick nehmen, mit mir in Robo Rumble gehen und die ganze Zeit sterben. Nani? Gut, da du mich jetzt hier quälst, würde ich sagen, wenn ich du wäre, rennst du jetzt einfach da oben links in die Ecke ans Ende der Map und bleibst da in der Ecke stehen. Ganz oben links in die Ecke an die Map. Genau, einfach wegrennen. Und ich sterbe die ganze Zeit hier unten. Darfst dich natürlich verteidigen, wenn da Gegner sind. Ich sterbe da mal hier unten die ganze Zeit. Der arme Alessandro hier, der Teammate. Der denkt sich auch nur, oh nein. Ich rasiere euch. Er macht das, glaube ich, gern. Bist du bei dir oben in der Ecke? Ja, ich bin oben links. Ganz alleine. Oh, ich sehe dich, ich bin tot. Ich sehe dich. Ich glaube, unser Teammate hat aufgegeben. Ja, nicht. Wobei sie versucht es immer. Okay, das war's. Wenn ich du wäre, du nimmst jetzt einmal Sprout, gehst mit mir in eine Brawl-Ball-Runde. Und du bist bereit. In der Brawl-Ball-Runde einfach bereit drücken. Ja. Okay. Hello. Was hast du vor? Einfach nur so? Einfach mal nur so. Einfach nur die Brawl-Ball-Runde. Ich würde nämlich sagen, wenn ich du wäre, würde ich einfach den Ball nehmen und die ganze Zeit irgendwo im Kreis rumrennen, ohne ein Tor zu machen. Du nimmst jetzt den Ball. Ja, wenn Bibi den mal hergeben würde. Ich darf keinen vorschießen. Du darfst gar nicht, einfach nur den Ball in die Hand nehmen. So, jetzt. Stell dich am besten irgendwo dahin, wo die keiner killen kann, so schnell. Er hat wirklich nicht angegriffen gerade. Er hat wirklich gerade geteamt. Ah, oh, die armen Teammates, die hier noch dabei sind. Ja, der Ball liegt hier. Warte, ich passe ihn dir zu. Guck mal hier. Da, bitteschön. Und wenn ich du wäre, 1,5 Meter Abstand. Oh nein. Die machen jetzt ein Tor.
Und doch nicht? Doch, aber jetzt. Okay, dann renne ich jetzt ganz nach oben in die Ecke. Und tu das weiter. Die Gigantigkeit töten. Auch noch ganz wichtig. Ey, der will mich töten. Warte, ich renne einfach hier oben in die Ecke und shame hier, so. Genau. Und ich muss ja den Ball kriegen. Genau, einfach unten bei dir im Kreis rum. Nee, haben sie heute verloren. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt gleich, also ich mache jetzt gleich mal bitte nicht stören raus, dass mich irgendjemand noch einlädt, einfach mal in den Chat reinschreiben, dass er nervt. Okay. So, ich mach mal raus, ich jetzt hoffe mal. Genau. Sorry. Da kommt schon der Erste. Da kommt schon der Erste, der Angelo Merkel. Der wird hier unser Opfer sein. Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt in den Chat reinschreiben: Angelo, bitte nerv uns nicht. Bruh. Komm, bitte antworte, Angelo. Bitte antworte. Er schreibt. Wird das der nächste Hater werden? So, du hast jetzt deine nächste Aufgabe. Sorry, wollte ich nicht. Ups. Oh nein. Der arme Angelo. Geht er jetzt raus? Oder was macht er? Nee, er geht nicht raus. Wenn ich du wäre, ich lief jetzt einmal die Long eine Showdown-Runde. Und tust dich die ganze Zeit töten. Du läufst in die Leute rein und lässt die ganze Zeit töten. Okay, der arme Angelo. Oh je, Angelo. So, Angelo, let's go. Ich bin dein bester Teammate. Ich folge dir mal kurz. Hier muss da gleich einer sein, glaube ich. So, ich tue mal so, als würde ich gut sein. So. Ah, guck mal da. Ein Rico. Rico. Ja, Hallöchen. Oh. Angelo. Da bin ich wieder. Rico, wir haben noch nicht fertig gequatscht da hinten. Rico. Ey, Kollegen. Komm mal her hier. Au. 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 Buh! Ja, Angelo, willst du nicht mitkommen? Komm, ich begrüße ihn beide. Ach, schade, er will nicht teamen. Oh, ich sag dir, wir gewinnen das wirklich gleich. Noch drei. Hat auch noch ein Covid-19. Angelo, jetzt komm doch mal mit hier. Guck mal, da ist ein Rico, der ist ein bester Friend. Den will ich einfach noch mal kurz Hallo sagen. Komm doch einfach mal mit hier. Ach, Mann. Rico ist aber echt böse. Er denkt, du wärst ein Gott. Nee, der denkt, ich mach das Absicht. Er sieht da, dass ich es Absicht mache. Jetzt hab ich ihn gekillt. Was ist da los? Oh, er gewinnt das halt wirklich noch. Ah, schade. Aber immerhin Zweiter. Drehen wir das Spiel mal um. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auch in einen Solo-Showdown gehen. Und zwar mit Piper. Und zwar darfst du mit der Piper nur nur aus den Büschen rausschießen. Sonst nicht. Oh, Piper-Battle. Ich darf nicht mal raus, um sie zu hitten. Also raus darfst du schon, aber nicht schießen. Nein. Ich muss die Kiste mal kurz wegmachen. Oh, da kann man sehr schnell angegriffen werden. Oh, da kommt ein Leon von rechts. Aber bisher sieht's noch gut aus. Siebter Platz schon mal. Oh, bis auf die, was macht Bibi? Burg von rechts. Oh, oh. Nein, einmal auf das hin gehittet. Fünfter. Bisher läuft's ganz gut, ja? Ja, ja. Da ist doch jemand drin. Oh, jetzt war es nicht mehr so gut. Oh, 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 oh. Okay. One hit. Wenn ich du wäre, würde ich einen Community-Post machen. Ja. Da drin steht: Office ist gleich bester YouTuber. Checkt ihn alle ab. Oh je. Okay. Und posten, oder? Ja, und posten. Posten. Da ist der Community-Post draußen.
So, und damit würde ich Einmal sagen, nur noch. Leute, so, okay, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem sehr tollen Video hier. Wenn ihr mehr sehen wollt von sowas, dann lasst jetzt gerne ein Like da. Checkt auch den guten Herrn Offitz aus. Er lädt auch noch ein nices Video mit mir hoch, wo er nur mit Ja beantworten darf. Also wird auch bestimmt ganz witzig werden. Schaut bei ihm vorbei und dann würde ich sagen, denkt dran, Leute, lieber aimen statt flamen. Und Offitz hat jetzt das letzte Wort. Ich bin raus. Ciao. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ciao mit V. Ciao, ciao.